Hallo und willkommen zurück zu Minecraft All in One. Ja, wir sind gerade dabei, eine Leine herzustellen, denn wir haben eine wundervolle Mushroom-Kuh. Auch weil das ganz oft in den Kommentaren stand, mache ich jetzt Folgendes. Für die ganzen viel Kommentierer unter euch. Ich danke euch herzlich. Die meisten Kommentare sind auch sehr nett. Muss ich sagen, wirklich. Ich bin positiv überrascht von diesem Projekt. Ich hatte echt Angst, weil Modpacks ist halt immer prädestiniert dafür, dass Menschen kommen, die dir erklären wollen, dass du scheiße bist. Aber tatsächlich ist es bei euch nicht so. Ich freue mich sehr über meine sehr liebe Community und über eine sehr verständnisvolle Community, weil ich bin halt so ein kleiner Trottel, ne? Und manchmal denke ich halt an die einfachsten Sachen nicht, weil ich mir das alles viel zu kompliziert mache. So. Was ich machen wollte. Wo ist meine Schere? Ich habe schon gehört, das ist das allseits bekannte Stefan-Syndrom. RGB scheint seine Schere auch immer überall zu suchen. Grüße an der Stelle an RGB. Du bist nicht allein. Und ich sehe mich schon wieder eine neue Schere machen. Obwohl ich wahrscheinlich noch eine habe. Und das wurmt mich gerade etwas, muss ich sagen. Scheiße. Wenn ich die gleich finde, heul ich. Wirklich. So. Aber es kann auch sein, dass sie einfach kaputt ist. So. Zwei Wolle? Hattest du mir nicht eigentlich auch noch eine Wolle gegeben? Ja, da liegt sie. Gib mir eure Wolle, ihr Herrsche. So. Wir haben vier Wolle. Oh, Moment. Wie konnten wir jetzt Fluff herstellen? Uff. Ah, wunderbar. Und aus... Genau. Sehr schön. Und dann eine LED, die braucht genau vier und wir haben zwei Stück. Ah, ist das schön, Freunde. Ist das schön. Das heißt, wir können jetzt ganz einfach die Mushroom Cow mitnehmen. Und ihr sagen, jo, komm mal mit. Komm mal mit, meine Liebe. Du bist jetzt einfach hier. Ja. Und jetzt, glaube ich, können wir Mushroom Stew essen. Ist das geil. Wirklich. Ich hoffe, die Leute, die mich dafür verurteilt haben, dass ich die letzte Kuh einfach geschoren habe. Aufgrund dessen, dass ich unbedingt noch eine Kuh haben wollte. Mögen mir jetzt verzeihen. Ah, wunderbar. Okay. Mushroom Stew ist da. Wir können also eine Menge essen. So. Und weil wir das jetzt haben, können wir auch weiter am One-Block arbeiten. Oh mein Gott, es ist ein Papagei. Wait a minute, ich brauch dich. Ich brauch dich. Halt, stopp. Komm her. Komm her, kleiner Süßi. Nicht abhauen, komm schon. Oh mein Gott. Gott sei Dank. I got a friend. Musst du mal kurz einen Screenshot machen. Ich finde das immer so unglaublich süß. Wenn die sich auf die Schulter setzen. So, ich hoffe, ich bin da nicht die Einzige. Aber ich glaube nicht. Okay, lasst uns Folgendes machen. Ich mache mir jetzt nochmal eine Kiste und die stelle ich hier direkt an den One-Block. Ich habe natürlich immer noch akuten Platzmangel. Und weiß nie, wohin mit meinen ganzen Sachen, die ich hier bekomme aus diesem One-Block. Und deswegen machen wir jetzt hier einfach eine Kiste hin.
schmeißen erstmal soweit alles hier rein. Und holen jetzt alles hier raus. Und bauen weiter ab. Bist du ein Villager oder bist du... Du bist ein Villager. Irgendwie ist mir das doch gerade egal, wo du hinläufst, weil wir haben ja Villager. Und die müssen wir uns übrigens auch nochmal kümmern. Da war auch ganz oft der Kommentar, oh, bau die Betten ab. Oh! Jetzt bräuchte ich halt... Ich lasse die jetzt mal da drin. Jetzt bräuchte ich halt wirklich... Na, bist du an den Komposter gegangen? Na, du bist ja ein ganz feiner. Jetzt müsste ich wirklich eigentlich einen Bogen haben. Pfeil und Bogen wären jetzt wirklich gut, um dieses Mistvieh einfach umzubringen. Ich glaube, ich lasse die einfach drin. Bin ich ganz ehrlich. Die bleibt jetzt einfach da drin. Die lacht immer so schön. Die bleibt da jetzt drin. Fertig. So. Und ich glaube, wir können einfach Bambus als Quelle nehmen. Einfach mal zwischendurch das Bambus, den Bambus hier abzimmern. Das ist eigentlich auch eine geile Idee. Wir machen hier einfach eine Bambusfarm vor. Das Bambus wird zu den Endoflames geleitet. Und die Endoflames tun einfach den Rest. Oder? Das könnte man noch theoretisch echt mal... Ja. Dann hätten wir nämlich auch Erze. Und wären eigentlich ganz happy. Können wir uns ja mal überlegen. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Worum es gehen soll, habe ich natürlich schon längst wieder vergessen. Ihr kennt's. Ich werde jetzt erstmal gucken. Die Hexe kann mich ja nicht sehen. Die kann da erstmal drin rumlachen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier genug Zeug habe. Und... Guck mal, wie viel Bambus wir haben. Könnten das halt wirklich automatisieren, ne? Jetzt erstmal darum kümmern, dass wir irgendwie Seeds bekommen. Wie ist der denn jetzt darüber? Guter Weg, auf jeden Fall. Wie viele Seeds haben wir denn hier drin? Dirt Seed haben wir auf jeden Fall noch einen drin. Das würde ich jetzt erstmal da so reinschmeißen. Wir haben auch wieder ein bisschen Clay. Eine Mushroom Soup. Warm and cozy. ja. Genau, wir brauchen immer noch Gravel, wir brauchen immer noch Cobble, aber das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Und jetzt schauen wir einfach mal. Lava bräuchte ich halt wirklich, ne? Lava wäre halt awesome. Meine Mobfarm funktioniert jetzt auch nicht so gut, aber das wird. Wir müssen einfach häufiger dahin gucken, glaube ich. Das, was ich jetzt wo ich jetzt drauf warte, ist eigentlich, dass das Gras spreadet bis hierhin. Und dass wir dann einfach überall Gras haben, damit die Süßis was essen können. Und uns dann damit beglücken, dass sie uns ein bisschen Dinge geben. Ich brauche immer noch einen Bogen. Die blöde Hexe ist leider genau da, wo ich sie nicht treffen kann, oder? Jetzt schon. Ich hab sie. Wunderbar.
Okay, jetzt kommen auch die anderen Sachen raus. Perfekt, okay. Was können wir eigentlich weitermachen? Ich möchte die Turtle eigentlich wirklich gerne haben, ne? Aber ich weiß nicht, wohin mit der. Ich habe halt nicht genug Sand, um die hier irgendwie zwischenzulagern. Nehme ich die auch erstmal an die Leine? Kann man die an die Leine nehmen? Carry ich die erstmal eine Runde weg? Ja, vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich versuch's mal. Ja. Tue ich die denn rein? Ja, ich packe die jetzt erstmal da rein. Ich weiß, es ist keine richtig schöne Umgebung für eine Schildkröte. Aber wir brauchen definitiv die Schildkröte. Wunderbar. Und da haben wir wieder Wasser und ein Zombie-Villager. Kommen Sie ran. Sehr gut. Und das war's. Mal wieder mit der Pickaxe. Repairing Tool. Repair Kit. Wir brauchen Template Boards. Die machen wir mit einem Knife und Stripped Wood. Ich glaube, dieses Knife haben wir auch schon. Nein, das ist das Falsche. Das ist das Filet-Knife. Wir haben doch auch noch ein anderes Knife. Wir haben auch einen Bogen. Okay. Wir haben irgendwo das andere Knife, was ich aus Versehen gecraftet habe. Ist das das? Nee. Ich guck mal nochmal. Wie machen wir dieses Knife? Silent Gear. Obwohl, wir könnten auch einfach mal gucken, ob das Silent Gear dran steht an dem Knife, ne? Ich glaube, das ist Farmer's Delight. War das doch das Knife? Das ist Aquaculture. Es gibt einfach noch ein Knife. The fuck? Knife. Black Diamond Knife. Ah, hier, Knife Blueprint. Hm. Haben wir auch. Knife Blueprint. Hier. Und das Knife machen wir. Können wir das aus Kobbel machen? Guck mal. Eventuell kriegen wir das Knife aus Kobbel hin. Knife Blade. Stone Knife. Okay, Survival Tool. Dann brauchen wir Logs. Und jetzt machen wir das nämlich einfach mal. Tap, tap, tap. Und jetzt haben wir ein Repair. Also jetzt können wir ein Repair Tool machen. Es war noch ein Stick. Das kriegen wir hin. Sticks haben wir. Einfach mal hier, zack. Ups. Jetzt brauchen wir noch irgendwas. Was nehmen wir denn da? Hm. So. Handyman. Nice. Okay. Dann haben wir jetzt eine Iron Pickaxe und das Schwert. Und jetzt bin ich gespannt. Wie laden wir das jetzt auf? Oh. Okay. Ah. Okay, wir kommen der Sache näher.
Jetzt muss ich da natürlich Eisen reinpacken, ne? Höchstwahrscheinlich. Oder kann ich da auch Stone reinmachen? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Kann ich da auch Kobbel reinmachen? Es wird spannend, Freunde. Spannend, spannend. Kann ich da auch anderes Stone reinmachen? Muss Kobbel sein. Ha. Jetzt muss tatsächlich Cobblestone sein. Lol, wieso ging das jetzt so schnell? Wieso ging das denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Egal. Haben wir irgendwo noch eine Steinpicke oder so? Hier haben wir noch eine Stonepicke. So, dann können wir das Repair Kit nochmal aufladen. Und dann... Okay, das müssen wir tatsächlich mit Dings aufladen. Sehr schade. Also das... Gut, dann habe ich das jetzt verstanden. Wir müssen wahrscheinlich dann eine Pickaxe herstellen. Am besten aus einem Material, wo wir viel haben. Wo ist denn eigentlich unsere Gembag? Mal gerne wissen, wo unsere Gembag ist. Hallo, liebste Gembag. Where are you? Irgendwo haben wir sie doch hingeschmissen. Okay, die ist gerade nicht auffindbar. Das ist schwierig. Ich hoffe, ich habe sie nicht weggeschmissen oder so. Schwierig. Ja, aber wahrscheinlich sollte man eher dann was nehmen, was man viel hat. Und Eisen haben wir jetzt nicht so viel. Deswegen gucke ich wirklich mal nach Iron Seeds. Tertium Essence. Dazu bräuchten wir halt wirklich erstmal Inferium Essenzen und ein Inferium Seed, ne? Ich glaube, das wird das nächste große Ding. Statt Dirt Seeds erstmal Inferium Seeds und dann einfach, ja, über einen, vielleicht einen automatischen Harvester oder so gehen. Wir haben 4 Villager. Hervorragend. Okay. Ja, ihr seht schon. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich irgendwie anfangen soll und wo ich weitermachen soll. Gefühlt gibt es so viel zu tun und ich würde am liebsten alles gleichzeitig machen. Aber das ist eher schwierig und deswegen bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, muss ich sagen. Und ich gucke jetzt mal, ob ich als nächstes vielleicht einen Villager mache, der mir Tools geben könnte. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber Villager, dann... Das ist auch, das ist nochmal ein anderes Pflaster. Aber das Gras spreadet. Da bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, eine Mushroom Stew wegfuttern. So. Das ist irgendwie alles wichtig. Es ist alles super wichtig und gefühlt kommt man, wenn man das eine gemacht hat, was man noch haben möchte, auf eine andere Sache, die man gerne noch haben möchte. Mir wurde zum Beispiel auch häufiger gesagt, jo, du könntest ja mal anfangen zu kochen. Richtig. Auch das ist noch so ein Ding, was man sich durchaus überlegen könnte. Und gefühlt ist das alles wichtig. Und das stresst mich gerade innerlich etwas, weil ich nicht weiß, was ich da jetzt am besten zuerst mache. Gut, wir haben jetzt aber hier die Stone Pickaxe. Vielleicht benutzen wir die erstmal. Ist zwar irgendwie blöd, weil manche Sachen braucht man halt eine Iron Pickaxe.
Was bist du? Ach, ein Lama. Nee, dich brauche ich tatsächlich nicht. Da kann ich jetzt mal aufmachen und dich einfach umbringen. Es tut mir wirklich leid, aber ich mag keine Lamas. In Minecraft. Mich nerven die nur. Ich glaube, das hat das Lama gehört. Kann das? Aber wir kriegen Leder. Das ist doch okay. Es tut mir leid. Nein, Arthur, geh doch nicht da rein. Komm hier hin. Ja. Komm. Komm hier raus. Wunderbar. Und jetzt setz dich einfach... Perfekt. Setz dich einfach dahin und warte. So, und wir gucken jetzt einfach mal, was uns der OneBlock so alles bescheren möchte. Das ist schon wieder ein Lama. Ich krieg die Krise. Naja. Mehr Leder für uns. Das ist echt ein Wahnsinn, wie viele Lamas einfach hier rausploppen. Und das ist Redstone. Okay. Okay. Ja. Wir brauchen Eisen. Das ist jetzt wirklich wichtig. Und das werden wir nächste Folge auf jeden Fall in Angriff nehmen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal stricken. Das solltet ihr vielleicht auch tun. Einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.